Neuer, er hatte einfach die besten Chancen vorne vorm Tor. Hätte er das Ding gemacht, wäre er noch besser. Ja. Ich habe heute Mathis de Ligt zum ersten Mal live gesehen, gegen den Ball Bombenverteidiger. Also da war ich wirklich stark beeindruckt. Auch wenn es jetzt nur Augsburg war, aber er war klasse. Wie hat mir Bayern am besten gefallen? Heute gar nicht. Spielerisch absolut überhaupt nicht. Trotzdem noch der Kimmich, weil er einfach trotzdem versucht hat, das Spiel zu ordnen und zu dirigieren und hat die Bälle verteilt im Mittelfeld, aber sind leider trotz all dem die Pässe nicht angekommen, die er gespielt hat. Tatsächlich Mané, weil er ist vorne nicht durchgekommen, hat vorne gar nichts gebracht eigentlich. Am schlechtesten Sadio Mané, weil er einfach für viel Geld gewechselt ist und wenig Effektivität gezeigt hat. Am schlechtesten war Upamecano. Er hat seinen Einsatz nicht gewährleistet. Ja, am wenigsten gefallen hat mir einfach aus der Abwehr die Spieler, die einen Spielaufbau betrieben haben. Sabitzer zum Beispiel ist für mich untergegangen. Waren jetzt so die markanten Punkte, die mir jetzt persönlich aufgefallen sind. Vier, sie haben ihre Chancen nicht genutzt und hinten auch nicht klar verteidigt. Eine Note 4, weil es solide war, aber nach vorne hat die Durchschlagskraft gefehlt. Gerade, ich sag mal, Sadio Mané hat immer wieder Räume geschafft, aber die letzte Konsequenz hat einfach gefehlt. Sané, super bewegt, aber auch hier hat einfach die letzte Konsequenz gefehlt. Die Note 5, die Bayern konnten schlecht, wie nicht gewohnt gegen Barcelona oder gegen Mönchengladbach oder Union Berlin. Also maximal mangelhaft waren im Spielaufbau einfach unkoordiniert, haben zu viele Fehlpässe gespielt, einfach gerade in die Spitze nach vorne sind die Bälle nicht angekommen, wo sie hinkommen müssen.